sondern immer auch am Untergebenen, welche Art von Führung er sich gefallen lässt. Auf diese aktuellen Fragen möchte ich eine Antwort versuchen von einem alten Text aus, von der Regel des heiligen Benedikt, der von etwa 480 bis 547 in Italien gelebt und auf dem Monte Cassino eine Gemeinschaft von Mönchen geleitet hat. Er hat für das Zusammenleben der Mönche eine Regel geschrieben, die auch heute noch nicht überholt ist. Die Gemeinschaft hängt nach Benedikt auch davon ab, wie in ihr Autorität wahrgenommen wird. Seine Führungsgrundsätze hat Benedikt vor allem in den Kapiteln über den Abt entfaltet, dem eigentlichen Leiter des Klosters, und auch im Kapitel über den Zellerar, den wirtschaftlichen Leiter. Seit über 25 Jahren bin ich Zellerar. Wenn ich über Führung spreche, dann spreche ich über meinen Versuch, als Zellerar nach der Regel des heiligen Benedikt mit meinen Mitbrüdern und den etwa 270 Mitarbeitern verantwortlich umzugehen. Aber ich weiß, dass ich zugleich meinem Ideal immer hinterher hinke. Jeder hat seinen Stil zu führen. Der ist abhängig von seiner eigenen Lebensgeschichte und Veranlagung. Entscheidend ist, dass wir auf dem Hintergrund unserer eigenen Persönlichkeit einen Weg finden, wie wir authentisch Leitung wahrnehmen können.